Moin Leute und willkommen zurück hier zu Horizon Zero Dawn. In der letzten Folge haben sich die Ereignisse ein bisschen überschlagen und ja, am Ende hat uns hier die Urmutter Theresa in Ausgerottet der werden. Höhle Wie kommt gefunden das? Nach dem und wir Massaker haben bei der uns Erprobung schickten wir ja einen großen angeblich hier bei meiner Kriegstrupp nach Mutter den in der Mördern Höhle aus. getroffen. Mehr als die Hälfte starben. Aber ja, mir wurde der Zugriff hier zu der Tür nicht gewährt. Obwohl ich ja fast genauso aus wie meine Mutter. Ja, wie ich hier wieder rauskomme, seht ihr in dieser Folge. Ja, also ich hoffe zumindest, ich komme jetzt in dieser Folge raus. Folgen wir mal Theresa hier auf dem Weg in die Freiheit. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Ah, Auf schon heftiges irgendeine Teil hier Art oben, ne? beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Ich habe nur gerade ein bisschen probiert, die richtige Geschwindigkeit zu finden. Ich glaube, das passt hier, dass ich mich nicht allzu weit Die von ihnen anderen entferne. Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Jo. Da geht's in die Ist es Cutscene. getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Okay, ich glaube, die mag mich nicht so ganz. War nur eine Vermutung. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Na, Aloy sieht doch nicht so ganz begeistert davon aus. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist dein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Ich könnte überall ich hingehen. Kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Andere Gab es schon Sucher? andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. Oh oh. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Aber er war bei den Nora. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Was Rust. ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Da, den Ort müssen wir auf alle Fälle besuchen. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig.
Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Wir wollen es hoffen. Metallwelt? Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Das werden wir, ja. Was so kann ich noch tun? Viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Okay. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja. Aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl. Einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Das wird mich interessieren, ja. Naja, jetzt haben wir einige neue Sachen herausgefunden. Ich sollte jetzt gehen. Und auch weitere Zuerst offene Fragen, die wir musst du zu den Toren des Beckens sollen. Gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Wir wollen's doch einmal hoffen. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Okay. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Okay, ich dachte, die wollten für mich... Sie hat also überlebt. Die wollten für mich singen. Naja, dann halt nicht. Auf alle Fälle sind wir jetzt eine Sucherin. Den Weg, Göttin, und wir werden folgen. Bitte vergiss uns nicht. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Ist auf alle Fälle besser als ausgestoßen, sagen wir so. Sucherin klingt jetzt nicht so gesund. Sie hat ja erzählt, dass einige gestorben sind. Aber wir machen das bestimmt besser. Sonst wäre es ja kein Spiel. Ja, wir sammeln hier noch Froh vor uns hin hier in Mutterherz, bevor wir es verlassen und wieder zurück in die Wildnis gehen. Hier durch das Tor. Hey, servus, wer bist du? Mach mir das Tor auf. Dann musst du mit dem neuen Kriegsherrn sprechen. Rash, auf dem Ball. Das machen wir doch direkt. Siedeln betreten, Mutters Wacht. Klettern wir mal hier hoch davor. Der Urmutter sei Dank. Du bist am Leben. Wo denn? Dunkle Metall, das alle Maschinen verderben kann. Wo ist der? Keine Ahnung. Man sagt, er durch. Auf alle Fälle spricht mit ihm mal Rash. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Seitdem seit hier eine Sucherin wurde. Öffne das Tor. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jessa jetzt verrückt? Nein. Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Ich hab's selber gewonnen. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Ich glaube, der mag mich nicht. Wenn du Tirsa und Jessa für Verräter hältst, warum gehst du nicht hin und sagst es ihnen? Oder sprichst du nur so oft, wenn keine Vorgesetzten da sind? Ich bin der Nora-Kriegsherr. Und ich bin eine Sucherin. Also tu, was ich sag und öffne das Tor. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Ja, ja.
glaube, der macht mich auch nicht so ganz. Maschinen? Ja. Heiliges. Gebt Alarm! Was zur Hölle ist das? Bei der Göttin, was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon! Urmutter, gib uns Kraft! Okay, wir sind hier gleich von... Oh oh! Angriff! Ja, jetzt haben wir ein paar Gegner besiegen. Sie sind verrückt geworden! Oder müssen... Fuck! Wie viel sind das? Hilfe! Oh oh, das gut geht. Das ist einfach viel zu viel. Oder ich bin zu schnell, das kann natürlich auch sein. Jetzt bin ich kurz... Ja, komm, ist gut. Ist gut. Ja, ja, komm! Was macht ihr mit mir? Ich muss ja mal weg jetzt erstmal. Ich hoffe, ihr kommt nicht. Ich bin. Wie soll denn das gehen? Der macht mich hier komplett fertig. Ja, komm. Also, man kann es auch leicht übertreiben gleich. Gibt's hierzu überhaupt irgendwas? Nee, geil. Habe ich dich jetzt freigeschalten? Ja, okay. Körper, Granatwerfer, Stachelwerfer, Hitzekern. Pff, geil. Gar nicht schwer oder so, nein. Heieiei, was ey, ne? Soll ich mal rein? Wir werden hier mal ein bisschen aufräumen müssen, aber wir sind schon fast alle tot. Und wir sind es noch nicht mehr. Fuck, fuck, fuck. Okay, jetzt hat er aber. Jetzt kann ich mich voll und ganz dir widmen. Okay, keine Munition mehr. Shit. Was zur Hölle passiert hier? Komm! Ich bin hier gerade etwas leiser, weil ich mich echt konzentrieren muss hier, dass ich den Kampf irgendwie überlebe. Jetzt auch nur auf mich abgesehen, ne, dieses Scheißviech. Hilfe! Jetzt hat mal. Komm schon. Ah Mann, was ist das? Ey, kann ich da überhaupt irgendwas machen? Hab ich hier irgendwo Medizin oder so? Nee, ne? Kann ich flüchten? Nee. Ja, krass. Acht Leben noch. Komm, sammel. Sammel den... Ah, scheiße. Sammel den Scheiß. Okay, wir leben zumindest noch. Ja, komm. Ist das nicht ein bisschen heftig? Der Kampf hier. Schau es dir an. Genau drei Leben noch. Genau noch drei fucking Leben. Okay, okay, halt sich hier halt wieder ein bisschen hoch zumindest. Ja, komm, 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 jetzt haben wir ihn doch gleich. Nein! Drecksteil. Oh mein Gott. Kann er andere Maschinen wir übernehmen? Wir haben unsere Beute.
Was ist dein Geheimnis? Wie machst du das? Zeig's mir. Fuck. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Also das war heftig. Ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Tab, was machst du denn hier? Du bist ein Näher, kein Krieger. Ich verteidige hier Mutters Wacht. Aber mit so etwas hätte ich niemals gerechnet. Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Das sind doch motivierende Worte. Motivierende Worte. Unglaublich, was du mit diesem Dämon gemacht hast. Aber es war schon heftig, was. Wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Was die. Überbrücke freigeschaltet, PSI verfügbar. Überbrückungsbrücken freigeschalten, okay. Neuer Quest, eine Sucherin vor den Toren. Stufe 8 erreicht. Kommen Satzdoc-Meldungen? Dann sind wir nämlich schon noch bald am Ende der Folge. Ne, okay. Können wir noch ein bisschen weitermachen. Ja, auf alle Fälle haben wir jetzt 4 Fähigkeitspunkte hier. Mal schauen. Ich finde den eigentlich ganz geil. Den hier mache ich auch mal. Ja. Bauteile abschlagen, warum nicht? Was haben wir hier noch? Nichts Wichtiges. Bla bla bla. Ein paar Modifikatoren. Bau bzw. Rohstoffe. Ja. Schatzkisten haben wir ein paar. Ja. Nicht schlecht. Hier ist eine Lohe dabei. Schnellreisepaket. Gesundheitstrank. Ups. Naja. Ja, anscheinend ist das im Detail voll. Ja, auf alle Fälle war es gerade schon heftig, was die Maschinen hier mit uns gemacht haben. Wir sind ja ein paar Mal nur knapp dem Tode entkommen. Ja, war echt heftig. Auch eine heftige Maschine, also die war schon nicht so leicht zu besiegen wie die anderen zumindest. Ja, hier mal Ruinen. Sind es die? Nee, oder? Nee. Aber ich kann hier noch die Schatzkiste plündern. Ah, okay. Haben wir geplündert. Obwohl es Inventar voll ist anscheinend. Naja. Hier noch ein bisschen Leben aufsammeln. Das braucht man nach diesem Kampf unbedingt. Dann noch die... was will ich sagen? Genau, Munition. Eine Maschine finden und dieses Gerät ausprobieren. Munition ausfüllen. Jetzt speichern wir erstmal ab hier. Dass wir diesen Kampf hier... Kampf zumindest mal hinter uns haben. Ja, was bist du? Händler. Was hast du so? Schleuderer, Seilwerfer, Stolperfalle, Kriegsbogen, Scharfschützen. Heieiei, das war einiges. Ja, da informiere ich mich anders mal, welche Waffen da gut sind, bla bla bla. Da vergleich mal anders mal. Oh, hier ist Olara, deine Schwester. Was? Jetzt schauen wir uns erstmal um. Okay. Wo war unser Startgebiet? Das war, glaube ich, hier so? Ich weiß nicht. Jetzt haben wir hier auf alle Fälle Ruinen. Und hier eben Mutters Wacht, beziehungsweise dann Mutter Herz. Händlerin, Lagerfeuer, Mutter Säge, bla bla bla. Ja, ich würde sagen, wir machen uns mal hier zum Läufergebiet. Damit wir mal diese Überbrückung testen können. Eventuell können wir diese Maschinen auch steuern. Wer weiß, wer weiß. Reinholzchen ein bisschen sammeln. Bist du da draußen?
Wer schreit denn da? Ach, da oben. Ja, krass. Wie soll ich da hochkommen? Ah, okay. Einmal hier irgendwie ein bisschen durch und so und so und... Ja, okay, jetzt halt. Einmal da rum, da lang. Sind wir ja schon halb oben. Fast. Jetzt halt. Und dann nochmal und... Da sind wir auch schon. Wer bist du? Brauchst du Hilfe? Du hast die Erprobung überlebt. Ja, ich brauche Hilfe. Vor 10 Jahren wurde mein Bruder verstoßen. Seine Strafe ist vorbei, doch er kam nicht zurück. Sein Lager war leer und voller Blut. Die Arme. Voller Blut. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist, aber ich muss die Wahrheit wissen, darum wollte ich ihn suchen. Das tut mir leid, aber voller Blut? Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Das glaube ich dir. Und was war das Verbrechen deines Bruders? Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders. Ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nur nie allein gelassen. Krass. Die Vergessenen? Was meinst du mit Vergessenen? Die Urmutter verdammt treulose Frevler und verbannt sie aus ihrem Gedächtnis. Diese verlorenen Geister sind die Vergessenen. Rom hat oft gesagt, sie sprechen zu ihm. Befehlen ihm Dinge. Es war so schwer für ihn. Und ich konnte ihm nicht helfen. Gut, ich würde sagen... Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Ich suche ihn. Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Wir probieren alles. Die Vergessene. Okay, haben wir direkt eine neue Nebenquest erhalten? Nee, okay. Joa. Das klingt sehr nach Maschinen. Ja. Die Frage ist, was wir da haben. Ein Plünderer. Nee, Plünderer. Bleib mir bloß fern. Das waren die, wo ich auch den Sperr gefunden habe. Die waren ja jetzt nicht allzu schlecht. Also, ja, lieber nicht. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. So schaut's aus, Aloy. So schaut's aus. Joa, machen wir uns hier noch auf den Weg in dieses Läuferareal. Um dann in der nächsten Folge mal schauen zu können, was denn dieses Überbrückungsgerät alles so drauf hat. Ja, der Stein, geh weg. Scheiße, haben wir noch ein bisschen... okay, es war kein Leben, schade. Ich würde aber gerne noch ein bisschen Leben sammeln hier, damit ich dann für den nächsten Kampf auch einmal ein paar Treffer einstecken kann. Man weiß ja nie, auf wen man sie trifft. Läufer, an ihnen kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Ja, oder wollen wir es heute noch testen? Ach komm, probieren wir es in der Folge noch. Gut. Hier ist der einzige Läufer, den ich jetzt gerade sehe. Dann schleichen wir uns mal von hinten ran. Schön leise. Okay, dann mal los. Komm jetzt, mach schon.
Ach geil, ich hab's gerade echt überbrückt. Und jetzt? Es hat geklappt. Er ist nicht feindselig. Er wirkt fast zahm. Ist ja cool. Also, braver Junge. Das ist schon besser. Ich glaub's nicht. Ich kann jetzt echt auf der Maschine reiten. Ist ja lustig. Geil. Kann ich dich hier irgendwie angreifen? Dieser Läufer ist schnell. Ja, ist er echt. Ist ja geil. Habt ihr das gesehen? Wie schnell der down war? Ist ja lustig. Also, ich habe eine neue Lieblingsbeschäftigung gefunden. Ist ja cool. Ist ja cool. Ich kann jetzt neu verreiten. Okay, ich würde sagen, wir haben erstmal ein paar Maschinen gekillt. Um eine Reitmaschine zu rufen, wähle im Werkzeugmenü und setze den Ruf dann ein. Sehr, sehr geil. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir die Maschine noch... ja, reiten können. Wow. Die Streifen durchs Land, mit denen möchte ich mich eigentlich nicht anlegen. Aber sehr, sehr geil. Wo kann ich das machen? Oh oh. Habe ich gesehen? Nee. Ah, da mit rechts kann ich dann die den Läufer rufen. Sehr, sehr cool. Ja, okay, mit dieser Erkenntnis verabschiede ich mich für heute. Lasst doch bitte einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, bitte abonniert den Kanal doch. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.